Ja, hallo und recht herzlich willkommen zu einem neuen Video mit dem Aquapainter aka Uli. Und zwar zum Video 121. Das Video 121 ist mal wieder ein bisschen was Elektrik angeht, hat aber einen Grund. Und zwar hatten wir ja jetzt ein langes Wochenende. Und das lange Wochenende habe ich mal genossen. Da war ich ein bisschen unterwegs mit meiner Frau im Harz. Und ja, hatte vielleicht noch ein bisschen einen Hintergrund, weil wir familiär ein bisschen Probleme haben. Aber ist ja egal, das soll ja auch nicht das Thema heute hier sein. Deswegen werde ich euch heute schon das zeigen, das Video, was ich eigentlich erst irgendwann Ende Oktober bringen wollte, wo ich die ganze dimmbare Geschichte meiner Anlage, das heißt, wo ich die ganzen Lampen dimmen kann, wo ich die ganzen Signale dimmen kann, wo ich einfach alles manuell und separat steuern kann, wie ich es gerne hätte. Denn ich habe ja das Problem, ich habe ja diese chinesischen Signale. Das heißt, die haben ja relativ große LEDs drin. Habt ihr ja vielleicht schon gesehen. Vielleicht kann ich es nachher mal einblenden, wenn ich dran denke. Und die haben den Nachteil, dass sie doch relativ hell scheinen können oder auch scheinen, vor allem die grünen. Also habe ich mich an die Arbeit gemacht und habe auf jedem meiner Signale habe ich einen Dimmer angebracht. Das heißt, ich kann hier vom Anlagenrand hier vorne, die ist ja nur zu, kann ich im Grunde genommen alles separat und einzeln eindimmen, kann das Grüne einstellen, kann das Rote einstellen, kann aber auch von meiner Klappe hier auf der Seite generell getrennt noch einstellen. Ich sage, alle Signale dunkler, alle Lampen dunkler, also alles irgendwo separat einstellen. Und wie ich das gemacht habe, beziehungsweise was ich da gemacht habe, das möchte ich euch jetzt zeigen und dafür werde ich wieder an meinen Monitor gehen oder an meinem Rechner gehen und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, und damit an altgewohnter Stelle an meinem Schreibtisch sitze ich jetzt hier hinter mir. Die Anlage ist jetzt geschlossen, zumindest ein Teil davon, der andere ist noch offen. Und ja, ich dimme einfach alles. Es scheint ein Spleen von mir zu sein. Ich habe es aber schon damals immer angekündigt, dass ich das machen werde. Vielleicht hat der ein oder andere gar daran gezweifelt und hat gesagt, macht der ja sowieso nicht. Doch, mache ich. Hier sehen wir jetzt zum Beispiel schon mal, dass ich die drei verschiedenen Hauptebenen ändern kann. Das oben, das ist praktisch meine Beleuchtung. Das heißt, das sind sämtliche Lampen auf meiner Anlage auf einmal. Wenn ich jetzt zum Beispiel in den Nachtmodus gehe bei mir, dann kann ich die Lampen alle gemeinsam dunkler machen, weil mitunter hat man ja so ein bisschen das, wie soll ich denn jetzt sagen, dass die Lampen zu hell sind. Das heißt, wenn die Lampen zu hell sind, dann hat man so einen Weihnachtsbaumeffekt. So geht es mir zumindest immer ein bisschen. Hier sehen wir übrigens so ein kleines bisschen schon die Effekte da hinten, wie die Lampen so flackernd angehen. Das ist also jetzt kein Kameraproblem, sondern es ist tatsächlich so gewollt. Und ja, so kann ich die praktisch auch von meinem Stellpult, das haben wir ja schon mal in einer der letzten Folgen gehabt, alle über diese acht Hauptknöpfe da einschalten. Das habe ich mir verschiedene Modi ausgedacht. Die habe ich die irgendwo aufgeschrieben hier? Ich habe die jetzt gar nicht im Kopf, bin ich ehrlich. So Ambientebeleuchtung, Hauptbeleuchtung 1, Hauptbeleuchtung 2, sämtliche Fahrzeuge, Wege, ausgewählte Wege, Hintergrundbeleuchtung, Effekt, wie da oben zum Beispiel die Glut und in den Schornstein, die Glut, die da so lodert und so weiter und so fort. Wichtig aber in dieser Folge oder generell war mir erstmal, dass ich zu helle Beleuchtung oder zu helle Signale runterdimmen kann. Wie will ich es machen? Ich kann entweder alles auf einmal runterdimmen, das habe ich euch gerade gezeigt, oder ich möchte es eben auch einzeln haben. Das heißt, wenn ich vor meiner Anlage stehe, dann guckt man, vielleicht kennt es der ein oder andere von euch, dann guckt man so über die Anlage und stellt fest, da hinten dieses eine Signal, das blendet mich permanent, also muss das dunkler gemacht werden. Oder mir geht es zum Beispiel an zwei Stellen so, oder ging zum Glück so, dass ich an zwei Stellen Tunneleinfahrten habe, wo direkt davor ein Signal steht. Und dann hat das mit dem grünen oder roten Licht, hat das dann direkt in den Tunnel reingeschienen und das war alles grün da drin. Das hat alles geleuchtet, als wenn da drin ein Scheinwerfer steht, der grün rausstrahlt. Fand ich furchtbar. Ist wahrscheinlich dem geschuldet an meinen Signaltypen. Da oben liegen sie übrigens zwei noch, die ich da irgendwie, weiß ich nicht warum, gebastelt habe. Und hier baue ich eine ganz
einfache kleine Schaltung mehr auf kleinen Platinchen, die ich mir eben gesägt habe, wie wir gesehen haben. Da kommt lediglich so eine kleine Doppelklemme drauf. Dahinter kommt dann dieser Drehpotti, der hat 10K, wenn es interessiert. Und ja, da stecke ich mir, ich habe über 100, locker über 100 von diesen Dingern gebastelt. Ich bin mal dramdösig geworden, kann ich euch sagen. Und ja, habe das dann, wie gesagt, hier verlötet, habe das aufgebracht, habe die Potties festgemacht und dann werden die mit einem Drähtchen oder mit so kleinen Kupferlitzen, nicht Litzen, Drähte, habe ich doch gesagt, ne? Mit Kupferdrähten hinten verbunden. Ist für mich eine ganz tolle Lösung. Sicherlich hätte man das alles zentral machen können, aber wenn ich jetzt alles zentral lösen will, geht das auch nicht so richtig, weil meine Signale werden ja direkt von den Weichenantrieben angesprochen. Ja, also ich habe das direkt an den Weichenantrieben, habe ich ja diese Polaritätsumschaltung, die habe ich zweckentfremdet zum Signalschalten, das brauchte ich also nicht mit der Polarität und habe dann sozusagen direkt von dort aus die Signale geschaltet. Ist eine ganz schöne, tolle Geschichte und funktioniert sogar als Rückmeldung, wie ich das jetzt hier neulich gezeigt habe. Das sind, wie gesagt, jetzt ein paar von diesen Dingerchen. Hier sehen wir sie vorne eingebaut, gleich unten links, dann da rechts, da muss ich so einen kleinen Holzklotz hinkleben, dann oben praktisch auf meiner einen statischen Seite rechts auf der Anlage oder eigentlich in der Mitte von der Anlage, wo ich die Weichenantriebe direkt dahinter habe, da habe ich es angebracht. Und dann kann man das ganz toll, wir sehen es an diesem Signal da oben. Das war mein erster, den ich überhaupt angebracht habe. Da musste ich erstmal gucken, ob es überhaupt geht, weil auf einer Schaltung hier funktioniert es. Aber ihr seht schon, wenn ich daran drehe, kann ich dieses eine Signal etwas dunkler machen. Das bedingt natürlich, weil die Signale in dem Fall beide aufeinander geklemmt sind. Wenn ich eins ausschalte, geht das andere an sozusagen. Aber ist ja auch egal, da hat es ein bisschen mehr Strom gegeben und wurde ein bisschen heller. Aber ich dimme das andere ja auch, also ist das überhaupt kein Problem. Und funktioniert prächtig. Also wer diese Idee hat oder diesen Bedarf hat, gerne mal, und weiß nicht, wie das machen soll, schreibt mich einfach an. Ich helfe da gerne, aber ihr seht schon, das ist eine relativ einfache Geschichte. Und hier baue ich jetzt mir eine Platine, die hatte ich auch schon vor einigen Tagen oder vielleicht Wochen, ich weiß es gar nicht mehr, bei Instagram gepostet. Das ist nichts anderes, als was wir eben auch gesehen haben. Nur, dass 10 Stück sogar auf einer Platine sind, die ich bei mir jetzt hier auf die Anlage unten mit eingebracht habe. Und hier unten drunter kommt es nachher hin. Das sind ja hier oben noch die Schaltungen oder die Relais, praktisch die 8 Hauptrelais, die die Beleuchtung an- und ausschalten auf meiner Anlage. Und da greife ich jetzt sozusagen immer den zweiten Schalter mit ab, der da drauf ist auf den Signalen und steuere damit hier zum Beispiel meine, das ist von Tams Elektronik, die Beleuchtungssteuerung, Wegebeleuchtung oder wie sich das nennt. Und ja, super. Hier sehen wir jetzt die unteren, da brauchte ich noch ein paar Relais. Hier sehen wir die Dimmer, dann kommen jetzt die Beleuchtungsschaltungen und da oben dann die Relais, um die Vago-Türmchen da hinten anzusteuern. Das heißt, damit ich die eben anschließen kann. Hier sehen wir schon einige von diesen Leitungen runterhängen. Und da sieht man das mal so ein bisschen in Action, wie das Ganze aussieht. Und hier nochmal ein ganz kurzer Schwenk, habe ich ja schon einige Male gemacht über den ganzen Elektrik-Part rüber. Manch einen interessiert es ja noch, wer es noch nicht gesehen hat, weil es vielleicht einer meiner neueren Abonnenten ist. Deswegen gehe ich da noch immer mal drüber, dass man das sehen kann. Und hier sehen wir das. Ich gehe jetzt nicht auf die einzelnen Parts hier ein, das haben wir ja alle schon mal gemacht. Beziehungsweise ich kann das irgendwann, wenn ich mal hier wirklich so weit durch bin, mal zeigen. Und ja, hier nochmal eine Aufnahme sozusagen, wie die ganzen Kabel noch nicht angeschlossen. Das ist jetzt zum großen Teil schon geschehen, aber ich wollte es bloß mal zeigen. So sieht es praktisch unter meiner Anlage auf. Und hier drüber kommt das ganz große Hauptmodul, ja. Ja, aber ist 1,20 Meter locker breit, das Hauptmodul. Und so ein Hauptmodul ist es gar nicht. Es nimmt ja lediglich einen relativ kleinen Platz bei mir auf der Anlage ein. Das wirkt immer alles ein bisschen kleiner, als es ist. Also es ist schon recht, ja, breit. Also ich habe ja schon mal gesagt, die Anlage ist ja oben fast 5 Meter breit. Aber eben, ja, ne? Was ich jetzt mache, ist die Wartungsbeleuchtung etwas komplettieren. Und zwar, wer es weiß oder die Abonnenten, die schon länger bei mir sind, die wissen ja, unter meiner Anlage gibt es ein sogenanntes Wartungslicht. Und dieses Wartungslicht kann ich einschalten. Das ist seitlich über meinem Stellput, habe ich da einen kleinen Schalter. Das ist unterteilt nach links, Mitte, rechts und Brücke. Die Brücke existiert hier noch nicht, das kommt alles irgendwann mal. Und da kann ich sozusagen in meinen
oder unter meiner Anlage reingucken. Dabei sind auch betroffen sämtliche Tunnel oder alles, wo ich irgendwo reingucken will, wenn ich mal reingucken muss. Ihr versteht schon, was ich meine. Und diese beiden, das sind so von Waggons, die hatte ich mir mal gekauft und die haben mir vom Licht überhaupt nicht gefallen. Die sind mir zu weiß und zu hell. Ich hätte sie zwar dimmen können in den Waggons drin, ich hätte sie wahrscheinlich mit einem Tupfen gelber Farbe mir warmweißer machen können, aber wisst ihr, ich habe so viel von den Dingern gekauft. Die sind also unter meiner ganzen Anlage jetzt drunter. Und die, da habe ich an bestimmte Hotspots, wo ich die dann anklemmen kann, wo ich sagen kann, ich kann immer noch erweitern meine Anlage. Bei den ganzen Kabelkram kommst du ja nirgendwo ran. Ich kann ja nicht jedes Mal ein einzelnes Kabel ziehen. Also habe ich sozusagen bei mir überall unter der Anlage so ein bisschen drunter. Da hinten sieht man es, gehen so ein paar Kabel nach oben immer. Und da sind so eine Klemme, so eine Vago-Klemme. Hier sehen wir das Licht schon ein bisschen, wie ich es jetzt nur mal so anklemme, dass man sieht da vorne an den Vagos. Hier sehen wir es und damit habe ich sozusagen meine ganzen Waagetürmchen von oben beleuchtet. Wenn ich da mal rein muss, wenn ich so ein Modul hinten abnehme, dass ich was sehe, dass ich nicht jedes Mal entweder mein Smartphone holen muss oder hier so eine Videoleuchte, um da reinzuleuchten. Und hier sehen wir es schon, hier ist das alles schön beleuchtet, wenn ich da mal reingucken muss. Und da oben, da hinten sind die Hotspots. Und die Kabel, die so nach oben gehen, das sind von den Beleuchtungen die Kabel. Die kann ich nicht mehr unter der Anlage festmachen. Die müssen also runterhängen. Das geht nicht anders, aber die sind alle so angebracht, dass sie nirgendwo stören. Und hier sehen wir überall die Wartungsbeleuchtung. Das ist jetzt dieser statische Teil. Dann, wie gesagt, hier hinten in die Arkaden kann ich reingucken. Da sind auch zwei von diesen Lampen. Das ist jetzt nicht die Arkadeninnenbeleuchtung. Das ist wirklich nur das Wartungslicht, was da auch drin ist. Hier auf der linken Seite, da sehe ich auch immer ganz meine Weichen. Antriebe, die da hochgehen, das kann ich kontrollieren, wenn da mal was ist, wenn was nicht funktioniert. Und ja, ich habe das im Grunde genommen überall angebracht. Und das war jetzt nur die Mitte zum Beispiel. Oder jetzt kann ich noch links anschalten. Hier sehen wir den kleinen Schalter, was ich vorhin sagte. Ist jetzt wirklich nur mal dargestellt hier auf der linken Seite. Das geht rein bis in den Schrank auf der linken Seite, wo die Wendel drin ist, die wir jetzt hier nicht sehen. Und ja, auch da, ne, kann ich überall reingucken, wenn ich es möchte. Hier sehen wir übrigens dieses kaltweiße Licht, was ich vorhin meinte. Links hatte ich noch warmweiß drin, da hinten ist auch eine warmweiße. Und jetzt ein Schwenk nach rechts rüber. Hier sind auch Lampen. Da sind wesentlich mehr, als wir gerade sehen. Da steht nämlich was rechts auf der Anlage. Auch in diesen Tunnel konnte man eben reingucken. Hier jetzt nochmal die Innenbeleuchtung von den Arkaden. Und jetzt hier hinten weg kann ich also auch, hier steht irgendwie ein Eimer oder irgendwas, deswegen ist das ein bisschen blöd. Und da kann ich auch in die DKW hinten gucken. Das ist also alles nur von unten, hat jetzt mit oben nichts zu tun. Das wird ja alles später oder ist ja schon fast alles jetzt zu. Aber wenn ich was aufklappe, wenn ich ein Modul abhebe, kann ich sozusagen da reingucken. Das ist der ganze Sinn und Zweck von der Geschichte, dass ich immer was sehe, ohne dass ich irgendwo da mir was holen muss. Oder wenn, wie gesagt, ein Zug irgendwo entgleist, dann kann ich da einfach mal reinschauen. 1, 2, 3. Wie gesagt, das rechte ist dann die Brücke. Das Kabel liegt schon ganz rechts von der Anlage brach da. Und ja, es hat eine wunderbare Geschichte. Und das war's, was ich euch heute zeigen wollte, was ich im Grunde wieder machen wollte, ich bastle ja weiter gerade im Moment. Ich möchte euch ja auch ein bisschen immer was zeigen. Zu kleine Bastelschritte ist auch nichts und immer dasselbe ist ja auch nichts. Das ist mir alles bewusst, aber viele Sachen dauern halt immer ein paar Tage. Und wenn ich Wochenupdates mache, was mir selber sehr gut gefällt, dann hat man selber noch so ein bisschen Überblick, was habe ich eigentlich gerade gemacht. Dann kann ich euch das alles wunderbar zeigen. Ja, und mit diesen Bildern lasse ich euch schon wieder alleine, lasse ich euch in diese Woche raus. Nächsten Freitag, 16 Uhr, bin ich wieder für euch da. Dann zeige ich euch was ganz Tolles. Da habe ich nämlich was vorbereitet, was ich... Nee, das zeige ich euch nächste Woche. Da habe ich mal eine schöne Innovation gemacht. Und ja, das war's. Macht's schön gut, euer Uli aka Aquapainter. Tschüss!